Willkommen in Husum. Am Dienstag hat die weltweit größte Veranstaltung zum Thema Windenergie in diesem Jahr begonnen. Über 600 Aussteller aus 25 Ländern an 4 Tagen. Also die gesamte Wertschöpfungskette der On- und Offshore-Windindustrie ist hier zu sehen. Also vom Zulieferer bis hin zum Anlagenbauer und zum Dienstleister kann man hier alles sehen. Es gibt drumherum ein buntes Rahmenprogramm. Die Messe steht unter dem Motto, die Energiewende konkret erleben. Dabei ist es sogar möglich, auf dem Messegelände durch einen Windpark zu fliegen. Ja, hier können Sie einmal die drei Herren sehen, die gerade eine Achterbahnfahrt durch einen Windpark machen. Und das Ganze ist 3D gesteuert, sodass man wirklich das Gefühl hat, man geht richtig mit und es geht nach rechts und links und hoch und runter. Also man hat das Gefühl, der Boden fliegt unter einem quasi weg. Die Fachmesse für Windenergie legt dieses Jahr den Schwerpunkt auf Deutschland und die Nachbarländer. Dabei hat gerade in Schleswig-Holstein die Windenergie eine lange Tradition. Wir sind Windenergieland Nummer 1 in Deutschland und deswegen müssen wir noch besser als bisher die Windenergie nutzen. Nicht nur leistungsfähige Netze schaffen, um die Energie abzutransportieren, sondern uns der Zukunftsfrage stellen, wie wir diese Windenergie bei uns in Schleswig-Holstein zusammen mit Hamburg zum Beispiel, einer großen Verbraucherregion, zu 100% in der Region dann auch tatsächlich nutzen können. Vor 25 Jahren ist die Tradition der Windenergie in Husum entstanden. Mit der neuen Husum Wind als nationaler Leitmesse soll sie auch in Zukunft an der Nordseeküste positioniert werden. Bis zum Sonntag werden um die 20.000 Besucher erwartet. Letztendlich bei der Energieerzeugung also fantastische Themen. Und ein Highlight, was Husum immer bietet, ist Social Networking, wie es modern heißt, auf die ganz althergebrachte Art und Weise. Wir treffen uns in der Stadt nach der Messe, da geht die Messe weiter, da fühlt man tolle Gespräche. Heute Abend gibt es ein Windwandererfestival mit Live-Musik rund um den Hafen. Die Stadt macht einen Empfang, es gibt ein Feuerwerk. Und genauso fühlen wir uns. Wir fühlen uns in Festtagsstimmung, in Feuerwerksstimmung. Das werden wir in Husum die nächsten 4 Tage haben. Thank you.